Seid gegrüßt zum neuen Wirtschaftstalk. Wir sprechen heute über die Reform des EU-Fiskalpaktes. Doch fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist überhaupt der EU-Fiskalpakt? Was ist der EU-Fiskalpakt? Im Grunde genommen ist es die Verschärfung der Maastricht-Kriterien. Ja? Also wir haben dort Fiskalregeln größtenteils drin, an die sich die Länder halten müssen, die EU-Länder halten müssen. Beispielsweise die 60% Defizitgrenze für die Staatsverschuldung gemessen zum Bruttoinlandsprodukt und die Grenze für die jährliche Neuverschuldung für die Länder, die also diese 60% Grenze überschreiten, von 0,5%. Ich glaube, das sind wir noch nicht in der Reform. Wir haben jetzt eine Reform. Die Reform bleibt bei den 60%. Ja, also die Schulden gemessen zum Bruttoinlandsprodukt, die Staatsschulden gemessen zum Bruttoinlandsprodukt dürfen maximal weiterhin 60% betragen. Aber die jährliche Neuverschuldung darf jetzt bei 1,5% liegen. Dabei sollen die Schulden aber trotzdem abgebaut werden. Vielleicht erklärst du uns mal, wie bei einer Neuverschuldung die Schulden dann abgebaut werden sollen. Also es gibt ja jedes Jahr Inflation und Wirtschaftswachstum und dadurch, dass die nominale Wirtschaft stärker wächst als die Zinslast der Verschuldung ist und die zusätzliche Neuverschuldung, dadurch wird über lange Zeiträume jedenfalls planmäßig die Verschuldung abgebaut. Jetzt können wir uns ja mal angucken, wie das in der Realität funktioniert hat. Anfang der, also im Jahre 2000, betrug die Gesamtverschuldung der Europäischen Währungsunion 70% des Bruttoinlandsproduktes. Also die gesamte Währungsunion verstieß damals schon gegen die Maastricht-Kriterien. Heute liegt die Gesamtverschuldung bei 90%. Das heißt, die Gesamtverschuldung der Europäischen Währungsunion ist in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen und das ist auch völlig logisch. Die Unternehmen sind auch in den meisten Ländern der Eurozone, wie in fast allen anderen Industrieländern, auch Nettosparer. Das heißt, sie investieren nicht mehr, sondern sie legen Geld beiseite, sie entziehen der Wirtschaft Nachfrage und dadurch muss irgendjemand diese Lücke füllen. Und der Leistungsbilanzüberschuss der Europäischen Währungsunion ist einfach zu klein, als dass ein dauerhafter Anstieg der Staatsverschuldung irgendwie verhindert werden könnte. Das heißt aber trotzdem nicht, dass man es nicht versuchen könnte. Man hat ja... Also wie gesagt, die Maastricht-Kriterien werden nicht eingehalten. Wir verschärfen das Ganze jetzt, um wieder zurück zu den Maastricht-Kriterien zu kommen. Jetzt hat man irgendwie eingesehen, okay, 0,5% strukturelles Defizit bei einigen Staaten wie Italien oder Spanien, die ja, wo die Unternehmen auch Nettosparer sind, die extreme Probleme mit niedrigem Wachstum gehabt haben. Vor allem Italien ist in den letzten 20 Jahren fast überhaupt nicht gewachsen, was dort auch zu ziemlichen politischen Problemen geführt hat. Ich meine, die ganzen Regierungswechsel in Italien, die kamen ja nicht von irgendwoher. Also hat man jetzt gesagt, okay, wir geben uns einerseits mehr Flexibilität und wir lockern das Ziel. Wie realistisch ist es denn, dass man das einhalten wird? Ja, das ist natürlich einfach nur ziemlicher Quatsch. Wir haben jetzt da eine leichte Lockerung, wenn wir jetzt einfach nur die sture Regel sagen, von 0,5% auf 1,5%, wir dürfen uns jetzt um 1,5% jährlich neu verschulden, aber das ist natürlich einfach nur Quatsch. Wir wissen nicht, wie viel wollen die Unternehmen sparen. Die Unternehmensverschuldung kommt ungefähr von 400% vom Bruttoinlandsprodukt und fällt immer weiter. Und die Staatsverschuldung, die muss das irgendwie kompensieren. Und wir wissen einfach nicht, wie hoch ist die Sparquote der Unternehmen. Wir wissen auch nicht, wie hoch ist die Sparquote der Haushalte. Wie viel Neuverschuldung benötigen wir, um die Wirtschaft auf Vollauslastung, ja, das ist das Wort überhaupt in den Mund zu nehmen in der EU, auf Vollauslastung zu fahren. Und hierzu auch mal etwas Interessantes. Diese Regeln wurden ja ausgesetzt im Zuge der Corona-Pandemie und die Staaten durften also jetzt etwas flexibler sich neu verschulden und die Arbeitslosigkeit in der EU ist jetzt auf einem Rekordtief, weil die Staaten mal etwas mehr Flexibilität hatten. Auch in der EU ist die Arbeitslosigkeit auf einem Rekordtief. Also die neuen Regeln sind im Grunde genommen nicht viel besser als die alten Regeln. Aber es wurde ja noch gesagt, und das kannst du jetzt vielleicht uns mal beantworten, dass auch irgendwie so ein bisschen generell mehr Spielraum für Investitionen da sein soll. Ja, das ist eigentlich eine Luftnummer. Denn die EU-Kommission hat dieses Defizitverfahren, was bei einer Verfehlung der Maastricht-Kriterien eigentlich eröffnet werden sollte, bisher relativ willkürlich eröffnet. Oder man könnte besser sagen, nach politischer Tageslaune. Also so hat Deutschland, als die Europäische Währungsunion gegründet wurde, andauernd gegen die Maastricht-Kriterien verstoßen, sowohl gegen die 3%-Grenze als auch gegen die 60%-Defizitgrenze. Und nie wurde gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet.
Warum? Ja, ganz einfach, weil Deutschland der mächtigste Staat in der Eurozone ist und man deswegen sich mit Deutschland nicht anlegen will. Bei kleineren Ländern wie Griechenland oder Portugal, da sieht das schon anders aus. Gegen solche Länder werden schnell mal Vertragsverletzungsverfahren eröffnet. Und auch größere Länder wie Italien können von sowas bedroht sein, wenn dort mal eine missliebige Regierung an die Macht kommt. So sollte gegen Italien ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet werden, als dort eine Koalition aus Lega Nord und Fünf-Sterne-Regierung an die Macht kam, was ganz eindeutig politische Gründe hatte. Italien hat sich in seiner, also hat sich in seiner Geschichte in der Eurozone fast sklavisch an die Defizitkriterien, also nicht an das 60%-Kriterium, aber an den Fiskalpakt gehalten. Es hat fast durchgängig Primärüberschüsse erzielt und das Ergebnis war ein ausbleibendes Wachstum in den letzten 20 Jahren. Und dann hatte eine Regierung mal vor, ein bisschen anders zu machen, ein bisschen höhere Schulden zu machen. Und gleich kam die EU-Kommission und wollte, ja, ihr auf die Finger hauen. Und die neue italienische Regierung unter Giorgia Meloni, die ist natürlich mit dem gleichen Problem einer hohen Arbeitslosigkeit und eines ausbleibenden Wachstums konfrontiert. Und sie muss Schulden machen, wenn sich die wirtschaftliche Situation in Italien nicht weiter verdüstern soll. Und dieser wirtschaftlichen Realität wird jetzt einfach dadurch Rechnung getragen, dass man die Defizitkriterien zwar nicht offiziell verschärft, aber einfach nicht mehr so exzessiv Defizitverfahren eröffnet bei Regeln, die sowieso nicht eingehalten werden können. Ja, wir hatten damals ja schon mal ein Video zu dem Vertrag von Maastricht gemacht und da hatte ich dann erklärt, ja, das war eh nur politisches Schischi, man wollte die deutsche Regel nicht, die Deutschen wollten damals schon die goldene Schuldenregel, also Neuverschuldung für Investitionen soll immer erlaubt sein, die Franzosen wollten nicht die deutsche Regel und am Ende wurde es eine Regel, die willkürlich auf einen Briefumschlag innerhalb von einer halben Stunde da festgelegt wurde und wir bleiben also im Grunde genommen immer noch bei diesen willkürlichen Schischi-Regeln, bei diesen 60%, an die sich sowieso niemand hält und machen jetzt diese andere Regel von 0,5 auf 1,5%, was auch nicht ausreicht. In einer Wirtschaftskrise braucht man auch mal 10% Neuverschuldung oder 15%, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das kann man einfach nicht sagen. Insofern keine Verbesserung, weiterhin einfach nur politische Schi, vielleicht noch mehr Willkür bei den Verfahren der EU-Kommission. Also eigentlich keine Verbesserung, würde ich sagen. Ja, absolut. Juristen sagen ja auch immer, Regeln, die müssen eingehalten werden, wenn sie erstmal definiert wurden. Das ist ja so ein häufiges Argument, was man immer wieder hört. Da muss man ganz klar sagen, ja, dann soll man Regeln nicht festlegen, die gar nicht eingehalten werden können. In einer Situation, wo die Unternehmen nicht investieren, wo sie sparen, da muss der Staat sich verschulden, damit die Wirtschaft nicht schrumpfen soll. Wenn die Unternehmen sparen und die privaten Haushalte sparen, dann entziehen sie der Wirtschaft Nachfrage. Und das kann bei so einem riesigen Wirtschaftsraum wie der Europäischen Währungsunion nicht durch einen Leistungsbilanzüberschuss ausgeglichen werden. Das heißt, die Staaten müssen sich verschulden. Es geht gar nicht anders. Und dann irgendwelche Regeln festzuschreiben, die diese Realität negieren, die einfach sagen, wir müssen trotzdem versuchen zu sparen. Diese Regeln führen entweder in die wirtschaftliche Katastrophe, wenn man versucht, sie einzuhalten, oder diese Regeln werden schlicht und ergreifend nicht eingehalten. Und dass dann In Verträge beiden nicht Fällen, eingehalten, ja. ja, und dass dann Verträge nicht eingehalten werden, liegt daran, dass die Regeln, die dort drin stehen, nicht zur Realität passen, dass diese Regeln einzuhalten völlig unrealistisch ist. Aber man hat ja trotzdem versucht, sie einzuhalten. Und hier können wir, glaube ich, mal uns auf einen Vergleich mit den USA beziehen. Die Europäische Währungsunion, ich hatte es ja schon erwähnt, hatte im Jahre 2000 eine Gesamtverschuldung von 70% des Bruttoinlandsproduktes, 2023 von 90%. In den USA ist im gleichen Zeitraum die Verschuldung hat sich auf über 120% des Bruttoinlandsproduktes mehr als verdoppelt. Also die USA, die hatten im Jahr 2000 eine niedrigere Gesamtverschuldung als die Europäische Währungsunion von unter 60% des Bruttoinlandsproduktes und jetzt über 120%. Die USA haben also eine deutlich expansivere Fiskalpolitik gefahren, wobei man sagen muss, dass die USA auch noch dauerhaft ein Leistungsbilanzdefizit hatten und der Staat sich deswegen sowieso mehr verschulden musste. Aber nun hat Heiner Flassbeck sich das in einem Artikel, den wir auch in der Beschreibung verlinken werden, mal angesehen. Und Überraschung, in den USA war das Wachstum in dem beobachteten Zeitraum, also von 2000 bis 2023, höher als in der Europäischen Währungsunion. So lag es in den ersten 10 Jahren, also von 2000 bis 2010, in den USA bei 1,8%, in der EU bei 1,2%. In den nächsten 10 Jahren, also wo wir hier die Euro-Krise erlebt haben, wuchs die US-Wirtschaft sogar noch stärker, nämlich mit 2,1%, unsere Wirtschaft weiterhin nur mit 1,2%. Das heißt, die USA hatten durchgängig ein höheres Wachstum, obwohl sie sowieso schon auf einem höheren wirtschaftlichen Niveau stehen. Eigentlich müssten ja Wirtschaften, die ein kleineres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf haben, schneller wachsen.
Die Europäische Währungsunion, die ist ärmer als die USA, jedenfalls pro Kopf gerechnet. Und trotzdem hat die EWU ein niedrigeres Wachstum als die USA. Und der relevante Unterschied zwischen diesen zwei Währungsräumen ist die Fiskalpolitik. Ich glaube, da ist es nochmal wichtig, auf die Bedingungen einzugehen, die wir schon vor längerer Zeit für dauerhaftes Wirtschaftswachstum aufgestellt hatten. Beispielsweise eine dauerhaft niedrige und planbare Zinsen, damit die Unternehmen planen könnten. Das war in der Europäischen Währungsunion eher gegeben. Die EZB hat in den letzten 10 Jahren, also bis zu den Zinsanstiegen seit dem aktuellen Preisschock, dauerhaft auf eine Nullzinspolitik gesetzt. Die USA hatten die Zinsen zwischendurch erhöht. Das heißt, hier waren die Investitionsbedingungen, jedenfalls vom Zinsniveau her, sogar besser als in den USA. Dazu noch eine niedrige Ungleichheit. Denn wenn sich immer mehr Geld in wenigen Händen ballt, dann ja, sorgt das dafür, dass der Wirtschaft Nachfrage erzogen wird. Auch das ist in der Europäischen Währungsunion eher gegeben als in den USA. Alle 4 großen Wirtschaften der EWU, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, haben eine niedrigere Einkommensungleichheit als die Vereinigten Staaten. Die USA haben einen Gini-Index von 0,41 und die 4 großen Eurozonenländer, die ich gerade aufgezählt hatte, haben einen im 0,3er-Bereich. Also diese Behauptung, also die der einzige relevante Unterschied, das ist es, worauf ich hinaus will, den es zwischen den USA und der Europäischen Währungsunion gibt, ist die unterschiedliche Fiskalpolitik. Die USA haben sehr expansiv agiert, während die Eurozonenländer versucht haben zu sparen. Und allein dieser Versuch zu sparen, der gar nicht gelingen konnte in einer Welt sparender Unternehmen, alleine dieser Versuch hat das Wachstum in der Eurozone abgewürgt in den letzten 20 Jahren. Ja, vielleicht hierzu auch nochmal das Beispiel Griechenlands, ne? Weil, wie gesagt, diese Maastricht-Regeln, die sind willkürlich und trotzdem gibt es große Institutionen, die daran glauben, mit dem IWF, der ja auch Mitglied der Troika war. Was war der Plan mit Griechenland? Ja, wir machen einen Schuldenschnitt, danach wollen wir die Schulden weiter abbauen. Wir machen also staatliche Sparpolitik und dann bauen wir da ein Modell. Es gibt Wirtschaftswachstum, die Schulden gehen zurück. Und was ist in der Realität passiert? Ja, die Wirtschaft ist eingebrochen, jedes Jahr brutal eingebrochen, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, die Jugendarbeitslosigkeit auf 50% gestiegen. Natürlich, weil wenn wir Sparpolitik machen, bedeutet das, die Unternehmen machen keine Gewinne. In einer Welt, wo die Unternehmen auch sparen, machen die Unternehmen gar keine Gewinne mehr, die Unternehmenserwartungen werden immer schlechter und die Unternehmen investieren auch weniger. Also alle investieren, der Staat investiert weniger, weil er Sparpolitik macht, aber auch die Unternehmen investieren natürlich weniger. Also diese Modelle sind einfach komplett falsch. Hat der IWF dann auch zugegeben, hat gesagt, ja, war der Multiplikator falsch? Ups. Aber diese Modelle sind halt einfach falsch. Ne? Wir müssen über die Fiskalpolitik die Wirtschaft stimulieren, die Erwartungen entsprechend schaffen, dass auch die Unternehmen wieder investieren. Ja, es ist ja auch erstaunlich, dass sich die USA an diese Empfehlungen nicht halten. Beziehungsweise der IWF den USA in solchen Washington Krisen ja auch nicht empfehlen würde, plötzlich auf Sparpolitik zu setzen. Also in den USA, da wird, wenn eine Wirtschaftskrise droht, da werden sofort billionenschwere Konjunkturpakete aufgelegt und die führen dann eben dazu, dass die Wirtschaft wieder angeregt wird. Also wir haben ja auch gesehen, dass die USA wesentlich milder durch die Weltfinanzkrise und durch die Corona-Krise gekommen sind. Und die Finanzkrise ist ja sogar von den USA ausgegangen, vom US-Immobilienmarkt. Also die USA lösen erst so eine globale Finanzkrise aus und andere Wirtschaftsräume, die sich dann an solche Sparempfehlungen eher halten, die viel zu langsam fiskalisch reagieren, die sind dann von so einer Krise sogar noch härter getroffen. Ja, der Flassbeck hat das, glaube ich, mal mit einem guten Satz zusammengefasst für Entwicklungsländer. Macht nicht, was die USA sagt, sondern macht, was die USA macht. Ne? Also das ist deutlich sinnvoller, einfach die Politik, die Fiskalpolitik zu kopieren, als auf Washington zu hören. Ja, aber für die Eurozone kann man ganz klar sagen, diese Schuldenregeln von Maastricht, die werden nicht konsequent eingehalten, da es unmöglich ist. Also solche Regeln aufzustellen, ist sowieso komplett absurd. Das Einzige, was noch sinnvoll wäre, wären Regeln für die Leistungsbilanzüberschüsse und Defizite. Und was soll ich sagen, diese Regeln gibt es. Auch hier darf man, ich glaube, nicht über 4%, über einen Leistungsbilanzüberschuss von über 4% haben. Defizit nicht über 4%, ach, Überschuss nicht über 6%. Exakt. Der Leistungsbilanzdefizit nicht über 4% und ein Überschuss nicht über 6%. Und Deutschland verstößt andauernd gegen diese Regeln. Jetzt in aktuellen Preisschock, wo die Rohstoffpreise explodiert sind, da hat Deutschland im Jahr 2022 das erste Mal seit über 10 Jahren wieder geschafft, diese Regelung von 6% wieder einzuhalten. Aber davor hat Deutschland über 10 Jahre dagegen verstoßen und niemand hat irgendwie erwogen, ein Verfahren gegen Deutschland zu eröffnen.
Warum? Weil Deutschland eben die mächtigste Nation in der Eurozone ist und weil sich die EU-Kommission, die ja aktuell sogar von einer deutschen CDUlerin geführt wird, nicht mit Deutschland anlegen will. Also das ist ein hochgradig politisiertes Verfahren, was man am besten ganz abschaffen könnte. Ja, und das Geile ist halt, wie gesagt, auch diese Asymmetrie, ne? Wir wissen ja, also Keynes hat natürlich symmetrische Regeln bei sowas empfohlen, ne? Weil die Überschüsse des einen Landes sind die Defizite des anderen Landes. Und wenn wir jetzt sagen, Deutschland darf 6% Überschuss machen, dann machen andere Länder natürlich 6% Defizit. Aber da ist die Regel nur bei 4%. Also ergibt natürlich auch keinen Sinn. Diese Doch, Regel ist zwar Quatsch. Das Wieso ergibt ergibt das Sinn? Sinn. Wenn die Europäische Währungsunion als Ganzes Überschüsse macht, wie das aktuell der Fall ist, dann können alle Überschüsse machen. Nur dann müssen halt Schwellenländer auf der anderen Seite der Welt oder halt die USA dann die Defizite tragen. Muss ich als Keynes aber hier den Finger heben. Ja? Das ist frech hier. Nee, ist natürlich keine Lösung. Also wie gesagt, nee. Das induziert globale Finanzkrisen, wenn Schwellenländer, die sich sowieso nicht so leicht verschulden können, Dollarkredite aufnehmen müssen, um unsere europäischen Waren zu importieren. Also das ist ökonomisch blanker Irrsinn. Aber das war das, was dahinter steckt, was du gesagt hast. Das stimmt natürlich, ja. Zumal wir Europäer ja dadurch niedrigeren Lebensstandard haben, dadurch, dass wir die Produkte, die wir produzieren, nicht mal selbst verkonsumieren. Ja, wir sind schon ziemlich schlau, ne? Gerade als Deutschland. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Wir könnten einen 7% höheren Lebensstandard haben, das müssen wir uns einfach mal vorstellen, und hätten immer noch eine Leistungsbilanz von null. Ne? Also. Das stimmt, das stimmt. Also, weil auch immer gesagt wird, unsere Sozialsysteme seien unfinanzierbar, da muss man sich mal gucken, wie viele Waren wir produzieren und die wir dann ins Ausland schicken, die wir nicht selber konsumieren. Also daran sieht man auch, dass diese Argumentation nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Aber ich würde sagen, damit haben wir, glaube ich, alles bezüglich dieser Reform in ganz vielen dicken Anführungszeichen besprochen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.